So, jetzt ziehen wir uns noch was Lustiges rein, Leute. Komm, ich bin mal gespannt. Wir ziehen uns mal jetzt hier rein. Kreisliga Best of Compilation. Wird jetzt vielleicht nicht die beste Qualität sein, aber ja, mal gucken, was uns da erwarten wird. Kreisliga Best of Compilation Nummer 6. Haben wir jetzt mal random rausgesucht. Let's go! Was war. Nee. Was ma. Ey, sowas gibt's doch nur in der Kreisliga, ne? Der zeigt einfach, während er seinen Elfmeter macht, seinen Bauch, um den zu verwirren. Und hält dann den Elfmeter. Boah! Tor! Tor! Ist das geil, Alter. Ey, einfach die Leute, die dann so Tor schreien. Sowas wird es im echten Stadion nicht geben, weil erstens steht da kein Tor und man hört auch nicht die Leute, die da rumschreien. Der Typ einfach nein, schreit einfach Tor! 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 Ach, Scheiße. Ja, aber genau sowas passieren auch Profifußballern. Wie viele Situationen gibt es schon von Spielern, auch wie Messi, Ronaldo und so weiter, die dann vor 2 Metern nicht das Tor treffen, weil auch wenn du so eine Vorlage von der Seite bekommst, auf einmal ist da so ein Stück Rasen ab und dann genau dann hubbelt der Ball. Dann kann ich das teilweise auch mal verstehen, wenn der dann drüber geht oder so. Weil das ist unberechenbar, wenn der Rasen da ab ist und so. Aber viele Situationen, da denkt man sich, der muss auch einfach rein. Was geht jetzt ab? Der nimmt Freistoß als Anlauf, als wäre Roberto Carlos. Ich sag, der schießt den Schiri ab. Nee. Das ist schlau, aus dem so viel Platz in der Ecke zu geben. Schönes Tor. Alter! Ich habe gedacht, jetzt passiert irgendwas Lustiges. Auf einmal haut er den Ball komplett in den Winkel rein. Schönes Tor. Alter, was ein Das ist schlau, aus Schuss! dem so viel Platz in der Ecke zu geben. Ging er durch die Mauer? Schönes Tor. Was ist das für ein Rasenplatz? Ne, guck mal, wenn man schon wieder sowas vergleicht, ne, diesen Rasen hier, da kannst du Blumen drauf pflücken, alles. Guck dir das mal an, wie uneben. Auf so einem Rasen zu spielen, macht doch gar keinen Bock. Also ich habe früher, wo ich Fußball gespielt habe, die meisten Spiele auf Kunstrasen gespielt. Paar auch auf dem Ascheplatz. Die waren ehrlich gesagt nicht so nice auf dem Ascheplatz, aber hat auch Bock gemacht. Nur nach Ascheplatz, ne, wenn man Verteidiger ist und so. Ich hatte öfter mal Knie offen gehabt und sowas, aber nie was Ernstes gewesen. Ne? Also meine schlimmste Verletzung, die ich hatte bisher, war, dass ich meinen Fuß verstaucht hatte. Mehr nicht. Und jetzt kommt natürlich noch mein Armbruch dazu. Der war aber nicht beim Fußball, sondern beim Quadfahren. Ja, ziemlich bitter. Ich habe noch nie was gebrochen im Fußball, bei über 12 Jahren Fußball. Noch nie was gebrochen gehabt. Ich hatte 2 geile Tore in meiner Karriere, wirklich. Von über 50 Metern habe ich draufgeschossen, wirklich 50 Meter, da wo der Mittelkreis ist, beim entscheidenden Aufstiegsspiel habe ich draufgeschossen. Unser Ex-Torwart hat das sogar aufgenommen, aber er hat es mir nie gezeigt, Alter. Und dann nach 1, 2 Jahren bin ich zu ihm gegangen, hatte gesagt, ich habe die Aufnahme nicht mehr. Da könnte ich mich jetzt noch drüber aufregen. Der Torwart hieß Sebastian, der hat einfach meine Datei gelöscht. Und ich hatte, das war auf Video gewesen, ich hätte euch das so gerne gezeigt. Das war so ein schöner Schuss gewesen. Was ist das denn? Die stehen einfach alle im Tor. Und der schießt daneben, alle lachen den aus. Die lachen. Ist das verrückt? Also das war, glaube ich, wirklich die Mannschaft gerade, die im Tor stand, führt 2-1, 95. Minute. Und dann dachten die sich, machen wir einfach mal Park der Bass. Ne? Stell dir mal vor, bald wird sowas auch im FIFA gehen. Einfach alle Spieler ins Tor stellen. Torwart-Tor. Niemals. Hä, warum springt der nicht jetzt? Der hätte genau jetzt springen können und den Ball haben können. Boah, krasses Tor. Es ist nice, wenn die alle sich so freuen. Und zusammen feiern und jubeln. Danke an alle neuen Follower, Leute. Wer neu ist, lasst gerne ein Follow da. Das musst du auch
Krass, einfach aus so einer Distanz. Elfmeter, jetzt passiert irgendwas, jetzt muss irgendwas passieren. Pablo Winkel! Kreisliga, ey, wirklich. Er kriegt auch wieder Bock, Fußball zu spielen, ey. Einfach ein bisschen lachen mit seinen Kollegen, mit allen. Ist schon nice. Oha! Starkes Tor! Das war der Keeper einfach! Das war der Keeper, oder? Ja, ne? Pester Mann. Boah. Hey, Vince. Boah, wieder Taschenrechner-Qualität. Oha! Das wird die Aufstöße. Ach du Scheiße. Wer von euch hat auch solche Leute in der Mannschaft gehabt, ne, die so auf den Ball, der Zaun ist so hoch und die haben immer den Ball über den Zaun geschossen. Ey, da kenne ich noch so viele Kandidaten aus meiner alten Mannschaft. Boah, einfach auf den Rücken, gute Vorlage. Und der ballert den rein. Ja, was ist denn jetzt los? Niemals. Ach, die machen direkt Konter. Hä, was geht da ab? Puh, ja, das war Ball. Alter Schwede. Was zur Hölle war das denn? Was? Guck mal, was da abgeht, Leute. Was denn hin und her? Was geht da ab? Und er schießt den drüber. Er wieder geflogen ist, guck mal. Also ich war wirklich derjenige, der mit die besten Freistöße geschossen hat in der Mannschaft. Das kann jeder bezeugen. Ich war wirklich ein richtig guter Freistoßschütze. Oder auch bei Latten-Challenges und so habe ich immer die ganzen Challenges gewonnen. Damals, wirklich. Also das ist schwach, den so zu verschießen da. Ja, Mann, ey, das haben wir auch gemacht. Das gibt es sogar noch bei meinem 90.000 Abo-Special auf dem Kanal. Da haben wir auch so Challenges gemacht. 10 Mal um den Ball drehen. Dann siehst du alles so. Und dann schießt du den Ball einfach komplett in die andere Ecke oder fliegst sogar aufs Maul, ey. Das ist mir auch schon so oft passiert. Genau sowas hatten wir auch gehabt, ey. Man checkt einfach gar nicht mehr, wo man ist, gar nichts. Oha! Und dann trifft er den, ey! Nice, ey! Der schaut in den Winkel! Mach sie nach rechts! Einwurf, ey, was war das denn? Ich hab gedacht, jetzt kommt, ohne Witz, ich dachte, jetzt kommt so ein richtig geiler Schuss, wie der von hier, dem Ball hier oben in den Winkel klatscht, so ein Strahl oder so. Guck mal, Mauer auch wieder, perfekt ausgewählt. Klein, größer, größer, am größten. Junge, Junge. Lass ihn nach rechts. Einwurf. Lass ihn nach rechts. Alter Schwede. Wo ging der denn hin? Eckfahnen, Zielschießen. War guter Platz. Ach du Scheiße. Ey, der Arm hat, glaube ich, seinen Kopf gegen den Pfosten geknallt, oder? Was war da los gewesen? Einfach seinen Kopf gegen,
gegen Pfosten geknallt, ey. Ach du Scheiße.